Das ist ein Hörspieltipp der Woche. Wir kommen mal auf Jan Tenners, einer meiner Lieblingsserien, die ich als Kind gerne gehört habe. Ich habe eher gesagt, früher die Kassetten gehabt. Und die habe ich früher meinen mittleren Bruder immer aus dem Zimmer gemopst. Und war irgendwann mal traurig als Kind, weil der hat immer geschlafen, damit dass er, wenn er von der Arbeit kam, dann bin ich heimlich in sein Zimmer geschlichen. Und hat mir da immer einen oder nach dem anderen rausgemopst. Und irgendwann war ich mal ganz traurig, da hat er ja nicht alle Folgen damals gehabt, dass ich dann keine mehr gefunden hatte. Bis ich mir nach und nach die selber mal zusammengesammelt habe. Aber ich habe die leider nur als Kassette gehabt. Dann habe ich die Kassetten mal verkaufen müssen, aus finanziellen Gründen. Jetzt bin ich gerade dabei, mir das wieder so ein bisschen aufzubauen. Jetzt habe ich diese Folge gefunden hier auf dem Flohmarkt. Auch eine bombenstarke Folge, das ist Folge 24, Befreiung der Erde. Das ist eigentlich ein Dreiteiler, gehört eigentlich dazu. Das ist quasi hier, so eine außerirdische Rasse hat die Erde besetzt, weil sie die aufschneiden möchten, um an das Uran ranzukommen, weil sie das als Antriebsquelle für ihre Raumschiffe und Energieversorgung brauchen. Und Jan Tenner und seine Freunde sind unterwegs vom Stein der Macht. Das ist quasi ein Stein, der kann Wünsche erfüllen. Und die versuchen das quasi zu verhindern, dass die Erde vernichtet wird. Und wie gesagt, das ist hier eigentlich der dritte Teil. Da hat er den Stein schon. Da fliegen sie zurück zur Erde und versuchen, die Erde zu befreien und stellen den Außerirdischen quasi ein Ultimatum, dass Jan Tenner den quasi. Ja, quasi das Uran schenken kann in Sachen, dass er quasi den Asteroidengürtel im Weltraum, der in unserem Sonnensystem ist, in Uran verändern kann und dass er das dann mitnehmen dürfen. Oder die totale Vernichtung halt. Und das ist dann nachher so der außerirdische Chef, der kann nachher Jan Tenner den Stein entreißen und meint, er hätte denn die Macht, aber er hat die Prüfung nicht bestanden, um diesen Stein anwenden zu dürfen. Das außerirdische Volk, was den mal hergestellt hatte vor Millionen von Jahren, hat den Stein Prüfung abverlangt. Also wenn du das quasi benutzen möchtest, musst du auch die Prüfung gemacht haben. Ja, kann man sich ja vorstellen, Zweistein war da auch unterwegs und hat natürlich die Prüfung nicht bestanden. Der ist da zum Tode verurteilt worden. Aber Jan Tenner hat den quasi dann gerettet. Und der Leone, der möchte das auch quasi einsetzen als Waffe gegen seine Feinde. Und der Stein funktioniert natürlich nicht. Der leuchtet nur und tut aber seinen Dienst nicht. So dass quasi Jan Tenner und Laura losgeschickt wurden und den Stein quasi wieder zurückzuholen. Das tun die immer. Die haben Professor Futura, der hat so Serum entwickelt, auf den er andere Serum aufsetzen kann. Zum Beispiel, du kannst fliegen, du kannst unsichtbar werden, du kannst stark werden wie sonst was. Und Jan Tenner ist eigentlich nur einer seiner Studenten, der quasi jedes Mittel ausprobiert. Man stelle sich das mal beim Thema Corona vor, aber dann wäre er einer der ersten Probanden, der quasi das Mittel nimmt. Und Laura ist die Assistentin von Professor Futura. Und die heißt so ein bisschen verliebt in den Jan. Und die lässt ihn immer nicht alleine gehen. Die nimmt das Serum dann zusammen und retten dann immer die Welt. Und das ist eben halt jetzt Folge 24. Ich lese das mal kurz vor. Mit Hilfe des Steins der Macht können Jan Tenner und seine Freunde den Speergürtel der Leonen durchdringen und zur Erde zurückkehren. Was sie dort antreffen, ist entsetzlich. Die mächtigen außerirdischen Leonen durchbohren die Erde wie besessen nach Uran. Jan Tenner weiß, dass er noch einen raffinierten Plan helfen kann. Mutig setzt er alles auf eine Karte. Ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen krank. Das hört man wahrscheinlich an der Stimme auch. Also ein bisschen Entschuldigung, wenn das nicht ganz gut rüberkommt über die Kamera jetzt. Ne? Ich zeige das nochmal von hinten, weil von innen covermäßig, da ist nicht viel. Ne? Also man hat von außen natürlich versucht, das Design der Kassette zu übernehmen. Ich habe jetzt leider keine Kassette, um das mal zu zeigen. Da waren früher noch wie bei Benjamin Blümchen Kassetten. Waren da immer noch diese gelben und roten Streifen drauf. Das fand ich mal ganz nice. Das hat man hier aber weggelassen. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass die Hülle so blaulich war.
Die habe ich aber leider da nicht gesehen. Das war leider nur in diesem Schwarz möglich. Ist wahrscheinlich kein Original jetzt, diese schwarze Hülle. Ihr könnt mich da ja mal verbessern. Also hier die wahre Jan Tenner Freunde, die werden das wissen. Ob es da in Wirklichkeit eine blaue Hülle zu gab. Also wenigstens hier, was hier schwarz ist, dass das blau war. Oder von hinten. Ob die durchsichtig war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Ich vermute mal. Wenn wir jetzt reingucken ins Cover, mehr kommt da nicht. Ja. Kann ich noch kurz vorlesen? Erzähler ist Uli Herzog. Jan Tenner ist Lutz Riedel. Laura ist Marine Groß. Professor Futura Klaus Nägelin. General Vorbeth ist Heinz Giese. Bohrcomputer Mimo ist Wilfried Herbst. Professor Zweistein Klaus Fiebel, Miebel. Zomal ist Heinz Rabe. Zartzack ist Andreas Herzog. Regie Uli Herzog. Buch ist Kevin Hayes. Ton ist Carsten Brüse. Und Musik ist Jutta Stahlberg. So, dann werden nur noch aufgelistet weitere Folgen. Ja, das ist so ein bisschen, weil man das ja von Kassette übertragen musste, hat man da nicht viel Material drin in der CD. War damals auch ein Akt, das war glaube ich auch so eine Fangeschichte, dass sie das überhaupt ermöglicht haben, dass diese Folgen nochmal auf CD gekommen sind. Dann kam lange Zeit gar nichts. Dann kam glaube ich die neue Dimension. Das konnte ich mich lange Zeit nicht mit anfreunden, aber so mehr man das hörte, war das danach noch ein Okay. Können wir auch nochmal separat machen. Die Folgen habe ich aber leider auch nicht mehr. Und vielleicht fällt mir die nochmal wieder an der Hand und dann sprechen wir nochmal drüber. Aber jedenfalls gibt es ja jetzt das neue Jan Tenner und da bin ich überhaupt kein Fan von. Das ist sowas von kaputt gemacht worden. Also die Storyline, wie sie angelegt worden ist, hätte man besser gestalten können. Also wie kann man Jan Tenner wieder, und das Jan Tenner wieder nennen? Alles gut und schön. Aber dann nenne ich meinen Sohn auch Jan Tenner. Eigentlich Jan Tenner Junior. Und dann heißt es immer Junior Senior. Junior Senior. Junior Senior. Weißt du, wie mich das fuchsig gemacht hat in den ersten 6 Folgen? Dass ich danach aufgehört habe, den Rest mir großartig anzuhören. Die Storyline-Geschichten. Das passte alles hin und vorne nicht mehr. Das war so durchgehastet. Die Stimmen, die sind so alt geworden. Ja, natürlich. Aber die hätte man mit Würde auch ein bisschen altern lassen dürfen. Das ist genauso kaputt gemacht wie bei Star Wars. Wo ich diese Figuren nicht diesen Raum gebe. Dass die sich auch älter sein dürfen, natürlich. Aber dass ich die halt so besser mit einbauen kann. Warum habe ich es denn wieder Jan Tenner genannt? Warum habe ich das Neue dann nicht zum Beispiel Forschungslabor Futura genannt? Und dann spielen da halt diese Leute alle mit. Und Jan Tenner ist halt da halt vielleicht noch tätig drinne. Und der Professor, den arbeitet er noch ein bisschen zu. Aber warum muss ich meinen Sohn denn bitte schön auch Jan Tenner nennen? Nur mit die Serie denn auch Jan Tenner heißt. Hätte ich denn da nicht einen anderen Namen für wählen können? Das ist sowas, was mich voll dran stört. Storyline fand ich auch nicht wirklich gut gemacht. Aber gut, es gibt da scheinbar Fans von. Also für mich ist das Alte, das Originale, das Beste überhaupt. Auch nicht alle Folgen super gut, aber das ist jetzt eine Top-Folge hier zum Beispiel. Neue Dimension, kann man sich dran gewöhnen, ja, kann man ihn auch akzeptieren, aber das ganz Neue akzeptiere ich nicht. Das ist so kaputt gemacht worden wie das neue Star Wars, wie das neue Star Trek. Da bin ich überhaupt kein Fan von, da kann ich überhaupt nicht mitgehen und müssen wir mal ein gesondertes Video zu machen, aber viele eingefleischte Fans, die schon etwas älter sind und das ja alles kennen, nicht die jungen Leute von heute, also viele sind meiner Meinung, ich habe mich da im Internet mal ein bisschen belesen oder mal ein paar Videos zugehört, die andere YouTuber, die das ja mal gemacht haben, die sehen das ähnlich. Also, ich kann euch eine Empfehlung geben, wenn ihr dieses Hörspiel habt und nicht wisst, was ihr heute Abend hören wollt, dann hört euch Jan Tenner an, Folge 24, Befreiung der Erde. Und am besten, wenn ihr das dann habt, alle 3 Teile. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen. Es wäre mir sehr recht und lieb, wenn ihr das für mich tun würdet. Damit helft ihr dem Kanal und dann gucken wir mal, was wir noch für weitere Videos posten.